Champion im Sattel heran. Wir sind startbereit und boxen auf zum sechsten Rennen. Torquator Tasso Trophy Grafenberger Derby Trial. Und auf den ersten Metern sieht's fahren an der Innenseite mit guter Startphase. In der Bahnmitte kommt dann auch gleich Novellini hinzu. Dann sehen wir an der Außenkante auch Lommertsheim zusammen mit Wintermond in vorderer Linie. Elegant Maximus der nächste vor Sinuto, dann Utamaro. Dahinter an der Innenseite Osiris und weiter zurück im Feld dann im Moment noch Aff und So, der sich hinten mit Conicello aufhält, hinter Kiroyal liegt. So geht's hier in die Gegenseite hinein. Und die Spitze hat Lommertsheim von Novellini, dann Sisfahan an dritter Position. Innen dahinter ist Elegant Maximus zu sehen. Und so sind sie Mitte gegenüber gewesen. Und vorne unverändert die Pace bestimmt von René Picholek und Lommertsheim. An zweiter Stelle Novellini, dann Sisfahan. Dahinter an der Innenkante Elegant Maximus. Dann ist Wintermond weiterhin gut dabei. Dann an der nächsten Position sehen wir Osiris mit Sinuto außen, der vor Osiris geht. Und dahinter dann die Farben von Kiroyal. Dann Aff und So und noch weiterhin Utamaro. Schlusslich bleibt Conicello. Es geht nun den Berg hinauf und Lommertsheim, der Außenseiter, weiterhin mit der Führung von Novellini. Dann Sisfahan, Wintermond Vierter vor Elegant Maximus und auf dem nächsten Platz dahinter Siluto. Dann sehen wir auf dem nächsten Rang Kiroyal, der Boden gut gemacht hat. Aff und So kann sich verbessern, während Osiris etwas zurückfiel, Utamaro geritten wird und schlusslich weiter Conicello ist. Die Pferde im Schlussbogen und Lommertsheim gerät jetzt unter einen Ritt von René Picholek. Novellini taucht außen gutgehend auf. Dahinter wird Sisfahan sofort auf freie Bahn gezogen, Wintermond dahinter. Und dann kommt außen Siluto ins Rennen und von hinten auch Aff und So jetzt gebracht. Novellini aber führt. Innen versucht sich jetzt Elegant Maximus, außen Sisfahan noch weiter außen Aff und So. Sisfahan geht nach vorne. Aff und So sprintet aber jetzt heran und hat Sisfahan nicht nur eingeholt, sondern überholt und ist jetzt vorn. Aff und So auf den letzten Metern wird hier Sieger im Grafenberger Derby Trial sein. Zweiter Sisfahan, dahinter auf dem dritten Rang. Elegant Maximus, dann Kiroyal, Novellini und dahinter dann auf dem nächsten Rang war es, glaube ich, sogar noch Conicello, der viel Boden gut machte. Und hier auf Platz 6 endet.